Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Gebäck, was ich gestern gebacken habe, kommt richtig gut an, oder? Schmeckt euch? Amelie schmeckt der Apfel. Amelie, schmeckt der Apfel? Dir eher das. Luana frühstückt auch gerade. Ich weiß nicht, ob die das heute noch schaffen mit den Adventskalendern. Und heute in der Früh haben die ziemlich lang gebraucht. Sind sie aber schon 7:13 Uhr. Ja, schaut mal, das ist nur noch der Rest hier, was übrig geblieben ist. Voll gut, dann müssen wir aufräumen. Voll gut! Also mit dem Babyborn Adventskalender stimmt irgendwas nicht. Da kamen jetzt nur Unterteile raus. Hose, Eine Rock, Mütze. zwei Hosen haben wir schon, gell? Zwei Paar Schuhe haben wir schon. Eine Mütze haben wir schon, zwei Paar. Aber ein Oberteil haben wir nicht. Das haben wir von uns selber. Irgendwie stimmt da was nicht. Die Mütze kam schon mal raus. Und diese Schuhe hier. Und die Sonnenbrille. Es gab schon zwei Und das da Schuhe. auch, gell? Und da kam noch eine Schnullerkette raus. Schnullerkette. Aber irgendwie keine Hose. Also ich weiß nicht, ob da überhaupt eine Hose weiß. Bella baut wieder ihr Harry Potter auf. Da ist jetzt fast. Amelie hat da gestern rumgespielt, hat aber Ja, nichts kaputt gemacht, nein, oder? ich hätte nur diese Figuren reingetan. Ach so, ganz still und heimlich hat sie da die ganze Zeit gespielt. Und ich habe immer nur die ganze Zeit gesagt, mach bitte nichts kaputt. Aber macht sie eigentlich nicht, gell? Die ist da gar nicht so zerstörerisch. Nein. Das hat die Amelie bis jetzt schon. Die hat irgendwie so ein Schiff bekommen. Ist sie mit dem Schiff weggelaufen? Schorsch auch. Und das ist nicht, wo das Schiff ist. Ach, da, was ist denn das? Spielzeugschiff. Süß. Das ist von Wo Lego, ist gell? Mama Woods? Das ist Lego. Amelies Mama Woods fehlt. Amelies Mama Woods fehlt. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es ist auch ein weicheres Plastik. Es ist nicht so ganz so billiges Plastik. Gell? Geht eigentlich. Skateboard. So, jetzt geht auch noch die letzte im Haus. Die zwei Großen, die sind schon los. Ciao. Ciao. Ich bin süß. Nimm dein Pandi. Achso, nein. Mein Pandibär? Natürlich, lass mal anziehen, dein Pandibär. Der läuft nicht weg, dein Pandibär. Der läuft nicht weg. Süß. Du hast alles dabei. Du hast alles dabei. Tschüss. Ciao. Mein Fühlmann. Ciao, ciao. So, jetzt kann ich mich auch mit Gesicht zeigen. Jetzt habe ich mich gerade geschminkt. Fertig gemacht. Ich sehe sonst immer so fertig aus. Heute sehe ich auch nicht besser aus. Ich habe jetzt mir gedacht, wer weiß, wie oft es jetzt noch vorkommt, dass alle Kinder aus dem Haus sind. Ja, Winterzeit, Krankheitswelle, jetzt sind gerade alle nicht da. Ich packe jetzt die Geschenke ein für Weihnachten. Genau, die hole ich jetzt aus dem Keller, gehe nochmal einen Check-up, ob wir alle haben. Wir machen das immer so 3, 3, 3, jede Familie. Und das ist dann nicht, dass meine Schwiegerin nichts schenkt, also von meinem Mann die Schwester, dass seine Mama dann nichts schenkt oder so, sondern jeder hat ja seine eigenen Kinder und eigentlich nicht, gell? Naja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall besorgen wir die Geschenke immer selber. Aber sonst war das immer total wupp. Und im Endeffekt, ja, ist ja wurscht. Ich hole jetzt die Geschenke aus dem Keller. Hier lagern sie übrigens. Also ich glaube, das ist alles, was noch in den Kartons da ist, was. Das ist einfach nur ein leerer Karton, diese Playmobil-Kartons. Aber da ist auch noch Amelie. Genau, das packe ich jetzt mir alles nach oben und dann wird das schön eingepackt. Ich weiß gar nicht, haben wir echt alle schon? Jetzt werden wir es gleich mal sehen. Jeder bekommt drei Sachen. Und jeder hat halt drei Sachen sich auf dem Wunschzettel bzw. mehr aufgeschrieben, aber das Christkind kann ja nicht alles bringen. Wenn man 1 Million mal umräumt und nicht mehr weiß, wo man seine ganzen Sachen hin hat. Wow, ich war jetzt gerade oben im Dachboden und dachte mir, wo sind denn die ganzen Geschenkpapier, Sticker und sowas? Ich glaube, da drin. Ne? Ich habe nämlich ganz so viele weil da, genau da sind solche, ja, die hole ich da mal kurz raus. Genau, die Kiste nehme ich jetzt mit hoch, weil das sind solche, ja, sowas. So 10-Cent-Schnapper, ne? Wo man dann immer kauft nach Weihnachten, weil man braucht immer wieder. Ach, das sind sogar solche Tüten, schaut. Ich dieses Jahr gar keine kaufen, auch obwohl die sind hässlich. Sticker und so Geschenkverpackungen. Genau, aber ich hatte hier auch noch, das nehme ich auf jeden Fall mit, da auch. Schaut. Nur wo? Geschenkband. Nur wo? Ja, haben alles, aber Ordnung habe ich nicht. Leute von heute, ich suche mal. So, jetzt habe ich alles hochgeholt. Diese habe ich mir von den Kindern stibitzt, also der Halterung, weil sie meinen verschlammt haben. Ja, das packe ich jetzt alles mal von den Kartons aus. Ach, das Christkind ist so liebevoll zu mir. Aber ich helfe dem Christkind natürlich gerne beim Einpacken. Schafft es halt einfach nicht für so viele Kinder. Genau, Geschenkpapier haben wir auch schon bereitgelegt.
Zwirbelbändchen und denke auch schon 8.15 Uhr. Pff, wie lange denkt ihr, brauche ich? Boah, ewig bestimmt. Ewig. Ewig. Naja, wir legen los. So, ich habe es jetzt mal euch ausgepackt. Was heißt euch? Also mir zum gleich einpacken. Aber damit ihr bestimmt wollt ihr wissen, was die Mädels sich wünschen. Wo habe ich jetzt denn die Wunschzettel hin? Die wollte ich auch noch. Oh, ja. Oh, die haben das nämlich so süß gemacht. Das ist der Wunschzettel von der Luana. Voll süß, oder? Genau, das hat sie sich gewünscht. Bella hat so ein bisschen geholfen beim Schreiben. Und gemalt hat sie aber selber. Und das ist, ja, da wird nicht mehr viel gemalt. Das ist der Wunschzettel von der Bella. Ah, die Bella hat alle ihre Wünsche, gell? Die Rainbow, das Panorama-Puzzle, das ist Air Up. Ich wusste nicht, wie es schreibt. Wir schreiben nur drei Sachen auf, weil es kriegt nur drei Sachen drin. Ah, ja. Fuchs, der Fuchs. Und die Luana hat sich schon mehr gewünscht, schau. Aber da haben wir jetzt nicht alles. Luana hat sich da schon ein bisschen mehr gewünscht. Das große, das ist das Barbie-Haus. Seht ihr das? Mit dieser Rutsche. Und das ist das hier. Da ist auch, da ist mein Dingname drauf. Da ist auch diese Rutsche. Seht ihr das? Ja, also hat sie richtig, richtig süß gemacht. Genau, und die Lou Amelie hat ja noch keinen Wunschzettel, weil die ab nächsten Jahr, glaube ich, können wir das mit ihr anfangen. Noch versteht sie das nicht so wirklich. Wenn ich das dann nur drauflegen, dann sieht ihr die ganze Zeit die Adresse, das ist doof. Genau, also die hat sich so einen Barbie-Camper gewünscht, hier so einen riesen Oschi-Teil. Seht ihr das? Genau. Und von Spirit Dieter. Und weil wir nicht genug Pferde haben, noch ein Pferd. Weil wir haben noch nicht genug Pferde, gell? Schatz, ich glaube, du musst bald einen Stall draußen bauen für die ganzen Plastikpferde. Genau, das ist bei uns sind halt immer drei Geschenke, genau. Haben wir jetzt so seit Jahren schon so gemacht, gell? Jedes Kind drei Geschenke. Reicht auch vollkommen. Ich meine, das sind ja auch schon wieder Riesengeschenke. Bella war da schon ein bisschen... Ja, die hat da gar nicht so viel gewünscht. Das hat sie sich gar nicht gewünscht, aber das ist ihre absolute Lieblingsschokolade. Und deswegen habe ich das dem Christkind gesagt. Und deswegen hat das Christkind gleich mitgenommen. Das kommt da hier zusammen eingepackt. Das ist auch nur ein Geschenk, weil das sind diese Airdrops. Das sind nicht mal Originale, oder? Was ist denn das? Da wird sie schimpfen. Aber sie hat sie sich selber... ausgesucht. Also Christkind selber so bestellt. Rainbow hat sie sich gewünscht. Keine Ahnung, kann man die Haare irgendwie anmalen oder sowas. Und auf das freut sie sich schon am meisten und der Papa. Nein, du kannst sie anmalen, glaube ich. Ja, die Haare. Nein, so. Doch die Haare auch, schau, Schatz. So. Die Haare auch. Und Harry Potter. Auf das freut sie sich schon, weil der Papa freut sich auch schon, damit sie zusammen puzzeln können. Genau. Das sind also voll, ja, kleine Wünsche. Ne? Aber meine Kinder kriegen auch unterm Jahr immer was, deswegen muss es auch nicht, also kleine Wünsche, muss es auch nicht immer riesig sein, finde ich persönlich. Da wird nochmal was eingepackt. Dann Amelie fehlt ein Geschenk, weil da sind es nur zwei, aber das macht nichts. Ich habe im Keller so einen Ort, da sind noch so ein paar Sachen, da kann ich schnell was suchen fürs Christkind. Christkind hat wahrscheinlich vergessen. Aber Gerechtigkeit, sie kann jetzt auch schon bis drei zählen, also muss das schon sein, drei. Genau, einmal so ein Eiswagen, ja, mit Kneten ist es, glaube ich, und so. Da wird sich der Papa freuen, der liebt Knete, ja. Nicht, weil er meint, die klebt immer überall. Klebt auch immer überall. Und die liebt doch so Pepper. Wir haben ja nicht schon genug Pepper. Nein. Ja, von allem. Überall Pepper. Ist es so eine Bahn. Ich glaube, das ist aber auch ganz cool. Schaut, da wird die bestimmt Spaß haben mit dem Auto. Ich bin mal gespannt, wie sie so mit Autos spielt, weil noch hat sie jetzt noch nie so mit Autos gespielt. Genau. Jetzt gehe ich mal schnell noch mal in den Keller und gucke, ob ich noch was finde fürs Christkind. Zum Ersatz, weil Christkind jetzt anrufen ist ja blöd. So, wir hätten zur Auswahl hier so ein Puzzle. Schauen wir mal, was wir noch haben. Das ist ein Adventskalender, aber das ist nichts für die Amelie. Was haben wir denn da noch? Da haben wir nämlich schon noch ein paar Sachen. Ah, da ist noch so eine Schildkröte und sowas, aber das eher nicht. Oh nein, es fällt jetzt alles gleich runter. Da. Meine Hühlersammlung. So Obst wäre vielleicht auch ganz cool. Ja, da haben wir so Obst und Gemüse. Oder das beides zusammen. Obst und Gemüse. Das sieht ja süß aus.
Das ist, ach, das ist eine Dose. Ne, das ist, sollte sich jetzt auch nicht so megamäßig. Kaffeemaschine haben wir, glaube ich, oder? Sonst wäre die Kaffeemaschine auch ganz toll. Ich frage mal schnell meinen Mann. Also da hinten, ihr habt sie gar nicht gesehen. Hier, Kaffeemaschine. Oder das Obst so zusammen. Was ist schöner? Stunden später sind wir endlich fertig. Aber das sieht voll schön aus, gell? Jetzt würde ich am liebsten auspacken. Schaut mal auf die Uhr, bitte. Er hat mir übrigens so ein bisschen geholfen. So ein bisschen? Ich habe 3 angepackt. Wow. Er hat 3 gemacht. 3. Die Großen. 3. Die Großen. Er hat 3 gemacht. Habt ihr gehört? 3. 3 Großen. Wie viele Jahre habe ich das sonst immer allein gemacht? 27. Mhm. Genau, ich habe das heute bewusst gemacht, wenn er da ist, damit ich Hilfe habe. Sonst mache ich das wirklich immer alleine. Genau, weil normalerweise würde ich jetzt dann nochmal 1,5 Stunden wahrscheinlich dran sitzen. Aber es sieht voll schön aus. Und jetzt müssen wir in die Stadt fahren und ein Wichtelgeschenk kaufen. Denn wir wichteln. Ja, haben wir nämlich noch nicht gemacht. Und die Mädels müssen eigentlich auch noch eins kaufen, aber das sollten sie selber aussuchen. Ja. So, jetzt sind wir noch in die Stadt gefahren. Unsere Wichtelgeschenke besorgen. Hoffentlich finden wir was. Mal schauen. Schaut mal, da gibt es sogar dieses gehypte Bubble-Ding da. Das leuchtet anscheinend und da muss man da ganz schnell bubbeln. Das ist sogar gerade im Wochenangebot für 2,99 €. Ich kann euch ja mal alle aktuellen Wochenangebote zeigen. Und nur für 3,99 €. Echt, das ist super. Auch zum Verschenken, so als kleines Mitbringsel. Richtig gut. Hier ist natürlich die Hölle los. Ach, die sind ja auch süß. Oh, so edles. Oh, die ist schön. Oh, ich glaube, die will ich auch mitnehmen. Ist auch da. Mit so einem goldenen Rand. Sieht das richtig cool aus. Gläser. Kopfhörer. Jetzt ist gerade wieder weniger los. Kann ich euch den Rest zeigen? Schaut mal, da sind so Abschminktücher, so wiederverwendbar. Das ist auch ach, so eine coole Mitgeschenkidee, die man dazulegen kann. Ja, also hier kann man sich echt tolle. Die Tierlampe wäre ja auch noch was Cooles. Ja? Findest du nicht? Ich finde die voll süß. Hm? Wir suchen ja immer noch ein Wichtelgeschenk. Hä? Du brauchst noch einen Karton. Batterien, schau mal. 10er-Pack, Warta. Sind Warta gut? Könnte man mal mitnehmen, oder? Wir brauchen immer Batterien. Ah, das finde ich cool. Schaut mal, da ist so ein Tape-Roller-Ding gleich. 3,49 €. Und so ein Band. Das brauchen wir eigentlich auch immer. Ich weiß gar nicht, haben wir noch? 66 Cent. Schnäppchen. Oh, schaut mal, die sehen schön aus. Die sind auch neu. Die Schalen. Alles innen drin gefällt mir nicht so. Also von außen mega. Innen, naja. Voll hübsche Taschen gibt es hier. Schaut mal, die sieht echt hübsch aus. Aber sind die schon hübsch? Und eine kleine schwarze brauchen wir doch immer. 6,95 € nur. Gibt es noch mehrere unterschiedliche Designs? Richtig gut. Schau mal, voll schön, so Aufbewahrungsboxen aus so Bambus. Richtig gut aus. Das könnte ich mir so gut aus einer Küche vorstellen. Ach, das ist so ein Regal, oder? Ah, das sieht auch cool aus, gell? Richtig coole Ideen hier. Und das ist so eine Kaffeebar, schau, das ist auch cool. Das wäre was für dich, wenn wir das unten hinstellen würden. Oder trinkst du jetzt schon keinen Tee mehr? Da, wo die Milch von der Amelie steht? Und da könntest du ja oben drüber was draufstellen, schau. Ja, genau. Ja, und da die Milch halt dann oben draufstellen. Was ist neben der Mikrowelle? Verstehst du nicht? Neben der Mikrowelle. Das dann hin, da. Du möchtest kein Tee mehr. Okay. Tee hat sich erledigt. Oh, steht er mir noch im Weg. Ja, das sieht aber voll schick aus. Schaut mal, da ist so ein 2,99 € kostet so unten, das ist so aus Metall. Ach, das schiebst du so auf. Ja. Ach doch, das sind einfach 2. Nein, ob du es breit oder klein brauchst. Ja, halt ich so aus. Das Geräusch hört sich schon eklig an. Ja, hält bestimmt nicht lang. Ich glaube auch nicht. So, ja, ich fahre mit meinem Trolley hier. Haben schon einiges, gell? Aber ich suche noch eigentlich was. Wasserkocher? Aber der Glaswasserkocher ist blöd bei Kalk. Nicht von hier. Und die sind billig aus, gell? Nicht schön. Nicht von hier. Schwarze Teller sind doch auch was Cooles, oder? Sieht doch immer edel und staubig aus. Ja, schon staubig. Ist auch doof, oder? Naja, ich habe ja fast keinen Staub zu Hause, ne?
Oh Mann. Hm. Oh, das sieht schön aus. Schaut mal. Wandregal. Wenn wir was haben. Ah, das sieht richtig schön aus. Haben wir nirgends Platz. Du sagst immer nein, weil das für die Arbeit ist. Das ist, fürs über die Couch legen, gell? Flexible Armlehnen-Tablet. Ist auch cool. Hä? Naja, wieso? Ja, okay. Komisch. Ein bisschen. Wein und Bär. Bär? Bär. Bär? Bär. Der Bär. Bär. Bär, was ist das? Präsentationstablett. Wenn du Schmuckverkäufer bist oder so, oder? Okay. Lampe brauchst du? Ich habe doch eine, ich habe doch das Ding gekauft, das da. Ich habe an dem gleichen Tag die Lampe kaputt gemacht. Ach so, ja. Den finde ich keine mehr. Nee, eine Petroleumlampe, ja? Nennt sich das Ganze. Ich suche immer noch nach was Spektakulärem. Was ist denn das? Ein Garderobenhaker. Das sieht aber cool aus, oder? Das ist auch cool. Aber das Holz gefällt mir nicht, das sieht so billig aus. Ja, genau. Ach, wie süß. Schaut mal, da gibt's Glücksschweine. Er gerade so, Lisa. Schau mal, wie stolz er seine Action-Tüte trägt. Ach, schau mal, da gibt's die Dinger. A2,35 ist aber völlig überteuert. So, weiter geht's. Schau mal, das sind immer noch die Kalender, wo 50% günstiger sind. Die will einfach keiner haben. Will einfach keiner haben. Haarspray brauchen wir. Ohne Witz, gell? Beste, wirklich. Beste Spülmittel, wo es auf der ganzen Welt gibt. Ohne Witz, da kaufe ich jetzt wieder 3 Stück, weil es gibt kein besseres. Also wenn ihr mal beim DM seid, nehmt es mal mit. Innerhalb von, ich weiß nicht, einer halben Stunde sind wir 75 Euro los. Die Tüte reicher. Der Herr holt sich jetzt noch einen Döner. Ah ne, den holt er sich beim Divan, holt er sich den Döner immer. Hier, den hier. Divan, ach, kann man gar nicht lesen. Hier, Divan. Ja, hier sind unzählige Dönerläden. Da ist ein Dönerladen, dann nehmen wir es nochmal einen Dönerladen. Also ich weiß gar nicht, wie die alle hier überleben. Jetzt waren wir noch, habt ihr das gesehen? Oh, gerade so in der Kurve, noch bei McDoof. So, jetzt erstmal, habe ich euch erzählt, gell? Cheeseburger, Chickenburger, Salat, Döner, ja, läuft bei uns und die Kinder. Und die Kinder kriegen jetzt dann gleich was Gekochtes. Und meine Ausbeute oder unsere Ausbeute zeige ich euch, nachdem wir gemütlich gegessen haben. So, ich habe hier einmal einen Chickenburger. Früher war das in meiner Plastikschüssel, gell? Oh, guck mal! Ich habe einen Rubbel los. Wow. Sieht ja sehr liebevoll aus, die Tomaten hier. Die sind schon ein bisschen angehaucht. Balsamico-Dressing. Habe ich hier voll Bock gehabt auf den Salat, gell? Aber der Mäcki-Salat ist halt auch nicht so spektakulär. Und ja, aber es war gratis, gell? Es war gratis. App, ne? Ihr wisst Bescheid. Und Pommes. Genau, und noch ein Cheeseburger. Und das ist noch für meinen Mann, weil ja. Er kann ja nicht... Nur Döner reicht nicht. Nur Döner reicht nicht. Er braucht mehr. Genau, deswegen hat er noch McDonald's auch noch. Ich habe irgendwie, glaube ich, zu viel. 100 Jahre später soll ich die hier drin lassen? Das ist eine Blume. Sieht doch schön aus, oder? So ein bisschen Deko hier im Bild. 100 Jahre später, schaffe ich es dann auch mal, euch die Sachen zu zeigen, was gekauft hat. So, zeige ich euch mal schnell hier im Schnelldurchlauf. Ein bisschen, ein paar Sachen habt ihr ja schon gesehen. Einmal Windeln. Ich habe gar nicht geschaut, was die kosten. Ich glaube, 5,95 kosten die. Und dann habe ich einen 20% Coupon bei DM eingelöst. Genau, da gibt es immer was in der App. Ja, meine Little Big Change Windeln. Oh, das ist so traurig, gell? Little Big Change Windeln habe ich die Amelie schon seit sie 3 Monate alt ist. Ja, die ist jetzt über zwei. Also seit 2 Jahren haben wir Little Big Change schon und die sind jetzt, die haben jetzt, weiß ich nicht, ob es jetzt Insolvenz, ob das heißt, aber auf jeden Fall haben sie das Unternehmen jetzt geschlossen. Voll krass, also es schließen so viele Firmen und der Staat hat nichts Besseres zu tun, als die Steuern für nächstes Jahr nochmal zu erhöhen. Also, naja, mir tut's voll leid. Ja, und wenn die Lieferung manchmal später gekommen ist oder ich vergessen habe, sie früher einzufordern, habe ich immer die Babylock-Windeln genommen und ja, deswegen auch Babylock und abends nehme ich die, habe ich auch manchmal ganz gern genommen. 5 plus, weil beim Little Chains habe ich immer nur 5er bestellt, genau, und dann war die 10. Ja, ich glaube, das wird jetzt
werde ich jetzt bei denen bleiben. Ich glaube sowieso nicht mehr, dass die lange ihre Windel noch. Ich muss nur noch ein paar Panties auch noch mal ausprobieren. Ich hoffe, die sind auch gut, weil vom Little Bit Change die Panties sind richtig gut. Denn die Amelie geht ja immer selber aufs Klo. Also, wenn es jetzt kein Winter wäre, ein Sommer, dann würde ich, glaube ich, sie ohne Windel lassen. Aber so ist mir das zu blöd. Genau, und hier in der Wohnung ist mir das auch zu blöd. Und das wird sie schaffen. Es geht von ganz allein, im Sommer ist die Windel frei. Ich mache mir da nie Stress, weil ich finde immer, Stress ist das Schlimmste. Und sie will ja voll gerne aufs Toilette immer gehen. Ja, jetzt hebe ich mal alles hoch. Dann haben wir ja Wichtelgeschenke gebraucht. Das ist jetzt, das kriegt wahrscheinlich dann die Amelie, weil wir machen das so, wie jeder kauft so eine Kleinigkeit, so einen Dreh von 5 Euro, haben wir gesagt, verpacken das und dann machen wir so ein Würfelspiel an Weihnachten selber mit der Familie. Amelie kann jetzt bei dem Würfelspiel nicht so mitmachen, aber wenn jeder so ein kleines Päckchen hat zum Auspacken, ist es natürlich für sie so ein bisschen blöd. Deswegen haben wir gedacht, ich habe mal, ja, für sie das hier, keine Ahnung, 1, 2, 3, 5. 5 kleine Mini-Barbies, damit ist sie erstmal beschäftigt und lässt uns in Ruhe hoffentlich weiterspielen. Genau, und sie darf dann auch wenigstens was auspacken. Es hat 6,95 gekostet. 85 Cent, beste Spülmittel überhaupt, habe ich euch gezeigt, ja. Beim DM, da ist der Kassenzettel von DM. Also jetzt stört mich die Blume. Genug Deko, reicht. Batterien habe ich mitgenommen vom Action, 1,89 €. Mein Mann wollte so eine Maus mitnehmen. Ich weiß gar nicht, was die gekostet hat. Muss man da gleich mal schauen. So eine Maus für seine Playstation. Ich weiß nicht, ob man eine Playstation und so eine Maus verbinden kann, aber anscheinend schon. Das habe ich bei der Steffi gesehen. Die wurde ihr empfohlen von Action und irgendwie fand ich die voll süß. Ich habe so oft, wenn ich abends weggehe, habe ich so eine schwarze, schlichte Tasche noch gebraucht. Perfekt, oder? 6,95 Leute. 6,95. Schwarz, schlicht. Passt irgendwie immer dazu, zack, drum. Mega, oder? Da kannst du hier, hast du sogar noch, so, noch mal so einen zusätzlichen Reißverschluss. Und was ich immer ganz wichtig finde bei so kleinen Handtaschen, dass es auch so einen Reißverschluss hat. Voll geil! Ne, wie oft sucht man so eine kleine Babytasche, wo du so drum hängen kannst, passt alles rein, aber die halt nicht zu babyhaft ist und sowas. Und sieht echt schick aus. 6,95, ja, deswegen ist es jetzt so ein goldenen Bändchen auch cool. Genau. Jetzt fällt alles um. Dann haben wir hier noch eine Puzzlematte gekauft. Die kriegt jetzt dann die Bella, weil sie hat die ja so, habt ihr gesehen? Harry Potter Puzzle. Und dann dachten wir, da wäre das ja perfekt, so eine Puzzlerolle. Falls man nicht ganz fertig ist, wieder einfach aufrollen. Ich hoffe, das geht auch so einfach. Hat, glaube ich, 5,95 gekostet. Ich weiß gar nicht, wo der Kassenzettel ist von Action. Dann könnte ich hier. 5,95, wenn ich die richtige Erinnerung habe. Hat das gekostet? Moment. Der Hammer drahtlose Maus hier, das hier hat 5,49 gekostet. Und Puzzle-Dingsbums da 5,95, ja genau. Und dann hat er auch noch eine Tastatur mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was die Tastatur gekostet hat. Tastatur 7,95. Ja, der hat wieder hier zugeschlagen. Für seine Playstation. Ich denke mir, das funktioniert. 1,15 € ist jetzt auch teurer geworden, gell? Früher hat das Haarspray immer 95 Cent gekostet von der Eigenmarke. Hat auch ein neues Design. Neues Design und direkt einen neuen Preis, ne? Alles muss bezahlt werden. 1,15 €. Früher haben die nämlich immer 95 Cent gekostet. Das weiß ich noch ganz genau. Nochmal ein Denk mit Spülbalsam. Das war gratis in der App. Gebe ich der Amelie heute Abend mal. Abendbrei, Milchreis pur. Irgendwie hört sich ja echt lecker an, ne? Milchreis pur. Bin mal gespannt, ob es das gerne ist. Weil am Ende schmeckt mir das, weil ich mag solche Gläschen auch voll gerne. Also war gerade das eine App. Ich glaube, sonst 95 Cent, wenn ich richtig geschaut habe. Wichtelgeschenk haben wir jetzt für die Luana auch gleich gekauft. Da fragen wir gleich mal, ob das passt. Wir aber dachten einfach, die findet solche Automaten. Wir haben halt gesagt, wir besorgen ein Wichtelgeschenk, was wir auch für uns selbst eventuell kaufen würden. Und dann macht das halt Spaß. Verschenkst du natürlich weiter. Das ist dann nicht ihr Wichtelgeschenk, sondern wir erspielen das uns. Kennt ihr bestimmt. Sowas ähnliches wie Krauswichtel, nur dass wir selber was besorgt haben. Und das ist halt ein so kleines Spiel mit der Familie. Wird bestimmt lustig. Auf jeden Fall, Luana bringt ein Kaugummi-Automat mit, wenn es ihr gefällt, wenn sie es nicht nochmal tauschen will. Mein Mann hat sich für sowas entschieden. Die Pizza ist fertig, auch, ja. So. So.
Ja, die ist nämlich von McDonald's was übrig geblieben, deswegen kriegen sie jetzt McDonald's noch und Pizza, da werden sie sich freuen. Deswegen habe ich jetzt dann auch nichts mehr gekauft. So ein Pöng-Pöng-Automat, ich glaube, hat 3,49 gekostet, genau. Ist sein Wichtelgeschenk. Ich hoffe, ich gewinne das nicht, also was soll ich damit? Aber ja, schon eine lustige Idee. Ich sage ja immer so, und das Tauschen dann auch, und das will ich nicht, und das geht dann um den Kreis, also ich glaube, das wird mega lustig. Für die Bella als Wichtelgeschenk haben wir jetzt das ausgesucht, weil ich glaube, wir schaffen es nicht mehr in die Stadt. Hey Leute, nächste Woche ist schon Weihnachten. Ich glaube, wir schaffen es wirklich nicht mehr in die Stadt. Deswegen schauen wir mal, ob es der Bella gefällt. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Das leuchtet dann immer und man kann dann immer so drauf poppen. Ja, irgendwie habe ich mir das richtig cool vorgestellt. Das, ich glaube, da freut sich daran auch jeder. Ne? Also es machen ja wahnsinnig viele Kinder auch mit. Und ich als Erwachsener würde mich auch freuen, wenn ich das dann habe. Ich bin mal gespannt, was es alles gibt. Ne? Dann muss ich dann aussuchen, was ich gerne gewinnen würde. Batterien haben wir dann noch mal ein paar mehr mitgenommen. 1,89, weil wir Batterien hier stetig und ständig haben. Ich weiß gar nicht, eigentlich sind die gar nicht so günstig, gell? Weil doppelt die Kosten wie im Teddy. Aber Teddy-Batterien hast ja mein Mann. Ja, und dann schon wieder kein Strom hier. Und dann schon wieder noch mal so zwei solche Batterien. Und das habe ich als Wichtelgeschenk genommen. Das hat jetzt 3,99 gekostet und ich dachte mir, ich würde mich schon freuen. Ich finde Düfte ganz toll. Ich hoffe nur, dass ich da keine Kopfschmerzen davon kriege. Dann mussten wir schon halb lachen, weil meine Schwiegermama bei Parfüm immer einen Hustenanfall kriegt. Sie kann eigentlich so Düfte gar nicht riechen. Ja, da wird sie sich bestimmt sehr freuen. Ich weiß nicht, was die Kinder damit anfangen sollen. Egal, können sie ihren Eltern schenken. Ich würde mich drüber freuen. Ja, es ist wahnsinnig schwierig. Aber wir haben halt gesagt, wir nehmen halt irgendwas. Es muss nichts wow, krasses sein. Aber einfach halt, dass wir es bunt gemischt haben und dass man sich halt da Gedanken drum gemacht hat. Ja, irgendwie. Schauen wir mal. Und beim DM habe ich unsere beste Wundschutzcreme überhaupt mitgenommen. Ohne Scheiß. Beste Wundschutz überhaupt. Genau, habe ich einmal mitgenommen, weil ich unten nur eine habe und in der Wickeltasche mir eine fehlt. Und dann ständig die von unten nach oben. Und da dachte ich, ich brauche einfach mal noch eine zweite. 2,45 hat die gekostet. Genau, aber ich habe im 20% Coupon in der App gehabt. Und das habe ich auch mitgenommen. Das ist schweineteuer gewesen. Zauberbalsam. Aber die Amelie hat hier immer alles rot. Immer. Rot und trocken. Ich schmier da ja schon alles drauf, aber irgendwie geht es nicht richtig weg. Und jetzt hoffe ich auf Zauberbeißen. Ich glaube, das sind die Kinder. Wartet mal. So, jetzt musste ich nur schnell das Essen denen noch mal machen. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist ja wie... Das ist wie ein Labello. Das ist ganz fettig. Oh, ich hoffe, das hilft. Ja, war also auf jeden Fall kein Schnäppchen, 7,95 und ich habe mir einfach nur gedacht, Veleda ist so eine geile Marke, ich hoffe, es hilft. Parfümfrei, pflegt trockene Hautstellen, schützt trockene, gerötete Hautstellen, auftragen als Schutzschicht zur Austrocknung und Händen, Wangen, Kinn, Lippen. Für sensible Baby- und erwachsene Haut geeignet. 25 Gramm, 7,95. Insgesamt habe ich ausgegeben 56,84 im Action und 16,59 im DM. So, wir haben es abends, wir haben es 20 vor 8. Ich habe irgendwie dann gar nicht mehr gefloggt, ist das euch aufgefallen? Ich habe jetzt gerade noch einen Cheeseburger und einen halben Chickenburger gegessen. Ami schläft natürlich schon und dachte mir, jetzt schneide ich gleich den Vlog, weil später habe ich noch einen Zoom. Ein Recruiting-Zoom, da will ich dabei sein. Da sind vielleicht neue Teampartner auch dabei. Und dann muss ich am Ende ja auch wieder Fragen beantworten von manchen. Genau, deswegen schneide ich jetzt auf jeden Fall den Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Übernommen noch irgendwie riesig Freude, ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!